Lasst mich ganz kurz das Video richtig starten, weil sonst ist das hier kein Video, sonst ist es hier einfach nur eine Lüge. Entschuldigung für den lauten Sound. Willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einem bisschen anderen Video, weil ich sitze hier mit Mikrofon. Wieso? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Ganze das dann irgendwie mehr berechtigt, dass ich mich hinsetze und laber. Macht keinen Sinn, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, wenn man ein Mikrofon hat, dann hat man was zu sagen. Deswegen werde ich vielleicht jetzt solche Videos von nun an nur noch mit Mikrofon aufnehmen, damit es so wirkt, als ob ich irgendwie was Wichtiges zur Gesellschaft beizutragen habe. Naja, auf jeden Fall sitze ich jetzt hier mit meiner Decke, meiner Heizdecke, sehr wichtig. Ich kann euch wirklich empfehlen, ich glaube, die beste Investition, die ich in 2023 war es, glaube ich, oder habe ich sie schon 2022 gekauft? Keine Ahnung. Die beste Investition war auf jeden Fall eine Heizdecke. Wundert euch nicht, dieses Video wird sehr raw, also roh, weil ich einfach meine Gedanken und meine, ja, weiß ich nicht, Gefühle einfach mal so ein bisschen aussprechen möchte und ich nicht so viel schneiden möchte und auch kleine Versprecher vielleicht einfach mal drin lassen werde, also wundert euch nicht. Und ich würde einfach sagen, wir starten in das heutige Thema. Wir starten in ein Thema, was nicht ganz irrelevant ist. Was heißt nicht ganz irrelevant? Aber was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Also, ich weiß, ich nerv euch seit Monaten und Wochen und Jahren auf jeglichen Plattformen mit dem Thema Freund oder Liebe oder Daten und allem Möglichen. Und es kann sein, dass ich dem einen oder anderen mega auf die Nerven gehe damit. Aber ich finde es einfach lustig, darüber zu reden. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch ja immer, ja, ich will so unbedingt einen Freund, ich möchte Liebe, ich brauche das einfach. Und ich glaube, das hängt, wir starten ganz deep, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich, ja, kein Unschuldslamm bin. Versteht mich nicht falsch, Leute. ich habe meine Erfahrung gemacht, ich hatte meine Wild Error, aber halt ziemlich früh. Also jetzt nicht mit 12, aber halt so mit 15, 16. Und dann in der Oberstufe, als ich dann auch halt mit Social Media angefangen habe zu arbeiten, hat sich das irgendwie so komplett halt so, ja, irgendwie von der Priorität her nach hinten geschoben. Und dann war es halt so gar kein Thema mehr. Und ich habe aber jetzt so wieder so, oder hatte eigentlich schon die ganze Zeit so schon das Verlangen danach, aber es war halt irgendwie nicht der Zeitpunkt. Und jetzt kommen wir dazu, wieso es nicht der Zeitpunkt ist. Denn ich bin, glaube ich, der widersprüchlichste Mensch auf der ganzen Welt. Kleine Anekdote von den letzten 7 Tagen. Also, ich habe euch ja im letzten Video gefragt, ob ich auf dieses Date gehen soll. Kurzer Hintergrund, jetzt kann ich es erzählen. Das ist ein Typ, der hat mir auf Instagram geschrieben, ist Schwede. Deswegen wird er das hier eh nicht verstehen. Der hat mich angeschrieben, meinte, er hat mich auf TikTok gesehen. Und ich habe aus irgendeinem Grund geantwortet, weil ich dachte, okay, wenn er Schwede ist, dann kann er mich halt so nicht kennen. Weil, klingt jetzt abgelogen, klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber ich würde, glaube ich, niemanden daten, der mir auf Instagram schreibt. Vielleicht zerstöre ich damit gar nicht jegliche Hoffnungen von irgendwem, wenn da welche war. Aber ich würde es nicht machen, weil das immer so mit reinspielt, dass die Person dann halt mich von Social Media kennt. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich möchte nicht, dass jemand mich aufgrund meiner Social Media Plattform so richtig erst auf dem Radar hat. Ich weiß, das ist ein Teil von mir und ich muss mich daran gewöhnen, dass ich sozusagen mit Social Media bin, so ein bisschen. Aber ich würde einfach ungern, dass jemand so ein bisschen so vielleicht es ein bisschen zu cool findet, was ich mache. Und dann stelle ich mich halt, dann stelle ich mir halt immer die Frage, würdest du mich auch daten oder gut finden, wenn ich kein Social Media machen würde? Deswegen ist es eigentlich für mich so ein No-No-Go. Also bei Freundschaften ist es ein bisschen was anderes, aber
da merke ich es auch immer wieder, dass man da ein bisschen aufpassen muss und dass man das immer im Hinterkopf haben muss. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema. Ich bin so schlecht dabei, bei der Sache zu bleiben, ne? Ich muss mir das wirklich abgewöhnen, weil ich fange dann bei A an, dann gehe ich zu C und dann gehe ich wieder zurück zu B. Nee, scheiße. Ich fange bei A an, dann gehe ich zu X und dann gehe ich wieder zurück zu B. Naja, auf jeden Fall, jetzt bin ich schon wieder abgekommen. Auf jeden Fall hat mir dieser Typ geschrieben und ich habe geantwortet und dann haben wir jetzt ein bisschen geschrieben. Und dann war jetzt so die Frage so, yo, wollen wir Samstagabend essen gehen? Und ich war erst so, ja, warum nicht? Lass doch machen. Und dann habe ich so Freitag gemerkt, nee, irgendwie will ich nicht. Irgendwie fühle ich das nicht. Aus verschiedenen Gründen. Einmal aus dem Grund, weil er mich von Social Media kennt und weil ich dann halt immer so ein bisschen diese Fanboy-Vibes im Kopf habe. Und versteht mich nicht falsch, ich denke nicht, ich bin super cool, aber ich will gemocht werden für das, was ich bin und für das, was ich als Person bin im privaten Leben. Und das ist, glaube ich, ein Ding, was mich schon mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich wurde gemocht, weil ich lieb bin oder weil ich hübsch bin oder weil ich das und das kann. Aber ich wollte eigentlich immer nur gemocht werden wegen dem, was ich bin, als Mensch, als Person, für meine Persönlichkeit. Das ist auch so ein ganz anderes Thema, aber so eine ganz innere Wunde von mir, dass ich denke, ich bin scheiße, also ich habe eine schlechte Persönlichkeit und ich bin einfach nicht liebenswert als Mensch. Deswegen ist es halt so ein Faktor, warum ich gesagt habe, okay, nee, eigentlich möchte ich das nicht. Der zweite Faktor war, dass ich immer krass viel Angst habe und ich eigentlich mich nicht als Overthinker bezeichnen würde, aber ich glaube, ich bin ein Overthinker. Ich glaube, wir bestätigen damit, ich bin ein Overthinker, weil ich denke so viel nach, ich spinne mir ein ganzes Spinnennetz im Kopf über Dinge, die passieren könnten oder die, keine Ahnung, schief gehen könnten. Ich denke dann, was ist, wenn er eigentlich 40 ist? Was ist, wenn er ganz anders aussieht? Was ist, wenn er unangenehm ist? Was ist, wenn er mich eigentlich nur abschleppen will? Sowas alles kommt dann in den Kopf und dann habe ich, in to be honest, mit einer kleinen Notlüge abgewürgt, weil ich bin auch sehr schlecht in Leuten, also ich kann Leuten schwer Nein sagen, weil ich immer das Gefühl habe, dann mag mich die Person nicht. Und dann bin ich doof. Wieder das gleiche Spiel. Und deswegen habe ich dann gesagt, sorry, ich kann heute nicht. So, und to be honest, ghosten jetzt. Ich weiß, ghosten ist scheiße, aber wir haben 5 Sätze ausgetauscht. Also, das ist jetzt auch nicht krass ghosten. Naja, auf jeden Fall stellt sich damit die Frage, Lotta, wieso zur Hölle bist du so desperate? Und redest den ganzen Tag eigentlich nur darüber, dass du gerne einen Freund hättest, hast jegliche Abende sind eigentlich daraus bestehend, dass ich da sitze und denke, Mann, ich will einen Freund. Ich lese Bücher, Liebesromane, hauptsächlich, weil ich es einfach geil finde, über die Geschichten anderer, die Liebe finden, zu lesen. Und wieso will ich das alles? Und dann, wenn ich die Chance habe, jemanden potenziell kennenzulernen, sag ich, nö, jetzt will ich nicht. Das ist so widersprüchlich und das habe ich bei so vielen, dass ich immer so bin, so, oh, ich will das voll gerne und ich weiß, ich brauche das oder so, aber ich mache es da nicht, weil ich irgendwie, wieder anderes Thema, wir haben viele Themen, aber mir irgendwie schwer nur was Gutes tun kann. Und ich auch dann ganz oft genau das Gegenteil davon mache, was mir gut tun würde. Nächster Typending, ich hatte bis jetzt noch keine richtige Beziehung, außer mit 12, von der ich euch erzählt habe. Kann man nicht Beziehung nennen. Aber ich hatte danach halt immer mal wieder sowas mit wem. So eine Situationship. Und ich wusste, dass ich mehr möchte. Gar nicht, weil ich jetzt so die krassen Gefühle habe, aber weil ich einfach diese Liebe suche. Und ich weiß, Leute, ich bin 18, ich bin noch keine 30. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung und ich bin ein kleines Mädchen. Aber ich habe mich sehr viel in meinem jungen Leben schon mit Selbstreflexion und mit vielen Themen auseinandersetzen müssen. Und deswegen rede ich jetzt einfach mal so. Naja, auf jeden Fall habe ich halt immer diese Liebe gesucht und wollte immer in dieser Situationship mehr sehen als Liebe. Und ich wusste, dass die andere Person aber halt wirklich nur diese Situationship möchte. Und der Gedanke oder das Wissen, dass die andere Person
keine Gefühle für mich hat oder gar nicht potenziell wahrscheinlich Gefühle für mich haben will, hat mich so krass verletzt. Und ich habe es aber trotzdem weitergemacht. Und ich wusste, dass ich mich dabei verletze, weil es mir ganz schwer fällt, mir was Gutes zu tun, weil ich manchmal das Gefühl habe, boah, das ist jetzt richtig deep. Das klingt jetzt gerade so richtig, boah. Achtung, Trigger Warning. Aber ich glaube, ich habe nie mich selbst verletzt, wofür ich sehr, nicht dankbar bin, aber worüber ich sehr froh bin. Aber ich glaube, dass meine Art von Selbstverletzung eher so ein bisschen die emotionale und seelische Selbstverletzung ist. Ich habe darüber auch schon mit meiner Psychologin geredet. Und das ist sehr deep, Leute. Also so von mäßig so, ich verletze mein Herz und mache das aber absichtlich. Und das habe ich halt immer mit diesem Situationship gemacht, dass ich das weitergemacht habe, obwohl ich wusste, dass das auf nichts hinausläuft. Und ich frage mich halt manchmal so, Lotta, wohin willst du? Was willst du eigentlich wirklich? Weil auf der einen Seite habe ich so krass das Verlangen danach, dass jemand mich liebt und dass irgendwie jemand da ist und man irgendwie alles mit einem teilen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann die Chance habe auf ein Date, dann mache ich es nicht. Und es ist nicht so, dass ich nicht potenziell jemanden kennenlernen möchte. Nur ich glaube, ich möchte eigentlich jemanden im realen Leben kennenlernen. Also, weil ich merke das auch so bei Dating-Plattformen, wo ich übrigens auch ganz schlecht im Antworten ist, wo ich mir auch so denke, Lascha, wieso bist du auf Dating-Plattformen, wenn du nicht antwortest? Macht keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich, das klingt jetzt so pick me und so, oh mein Gott, Charakter zählt, aber ich finde Menschen erstmal oder Typen, bei Mädchen ist was anderes, Mädchen sind immer hübsch. Jetzt kommen wieder die alten ganzen Männer. Oh, du bist so gegen Männer. Naja, auf jeden Fall finde ich Typen erstmal auf den ersten Blick, so vom Äußerlichen, immer gar nicht so attraktiv. Außer sie sind jetzt so geleckt schön, so Märchenprinze. Dann ist noch was anderes. Aber so den durchschnittlichen Typen finde ich jetzt äußerlich gar nicht so hübsch. Jetzt kommt aber der Plot-Twist. Wenn ich einen Charakter kenne und wenn ich eine Persönlichkeit zu der Person kenne, dann geht es bei mir über die Decke, durch die Decke. Dann finde ich jemanden so toll. Und das ist halt das Problem bei diesen Dating-Plattformen und beim Internet, dass ich vielleicht Leute gar nicht erst kennenlernen kann, weil ich halt diese äußerliche Barrikade habe, dass ich vielleicht schon fast wieder ein bisschen oberflächlich bin, aber umgedreht. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich niemanden erstmal hübsch finde, wenn ich den Charakter kenne und ich aber auch eine hübsche Person immer erstmal so sehe, okay, du bist hübsch, aber ich muss dich kennen. Ich will nicht, dass du nur hübsch bist. Ich will, dass du nett bist und dass wir irgendwie so zwischenmenschlich matchen. Ich spiele kein Handyspiel, Leute. Ich habe kein einziges Spiel auf meinem Handy. Mein Handyspiel sind Dating-Plattformen. Rechts, links, eigentlich mehr, links, 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 rechts, links, 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 rechts, oh, Match, links, eigentlich ist es immer so, links, 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 rechts, Match, oh, links, 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 rechts, Match, oh, das klingt jetzt sehr abgehoben, aber so ist es meistens schon, ich mal so ein bisschen angeben zwischendurch, naja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte irgendwas sagen, Mann, ich bin so schlecht darin, ich komme nie auf den Punkt, was wollte ich sagen? Naja, auf jeden Fall möchte ich halt jemanden im realen Leben kennenlernen. Und mein dummer Gedanke, der auch bei dieser ganzen Feiergehen-Sache mit reinspielt, ist, dass ich denke, dass ich im Club jemanden kennenlernen könnte und nicht jemanden kennenlernen könnte, mit dem ich abends nach Hause gehen kann, sondern meinen nächsten potenziellen ersten Freund. Und das ist ein sehr dummer Gedanke, weil ich glaube, man muss sich erinnern, nach 10 Uhr in jeglichen Veranstaltungsräumen, wo irgendwie Alkohol fließt, wirst du nicht deinen nächsten Liebespartner kennenlernen. Also Liebespartner für die Nacht. Aber wenn du was Langfristiges suchst und was Tiefergehendes, nicht. Und das muss man sich, glaube ich, eingestehen, dass der Club nicht der Leute ist, wo man potenziell jemanden kennenlernen kann, weil gar nicht, dass da nicht die Leute sind, sondern die Leute sind einfach nicht ganz bei sich. Und
Manchmal tauscht man nicht mal Nummern aus. Sagt man Nummern austauschen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das muss man sich, glaube ich, merken. Und dieser Gedanke, dass ich halt gerne jemanden im realen Leben kennenlernen würde, weil ich halt einfach irgendwie immer noch so ein bisschen hoffnungslos romantisch bin und ich denke einfach, es könnte funktionieren. Also geht so weit, dass ich mir denke, ich war ja über Weihnachten zu Hause und mein Bruder war da mit seiner Freundin und die haben sich an der Uni kennengelernt. Und der Gedanke ging dann ernsthaft so weit und malt euch das mal aus. So verloren und hoffnungslos muss man schon mal sein, dass ich kurz überlegt habe zu studieren. Aber Leute, nicht aus dem Grund, weil ich studieren möchte und mich weiterbilden möchte, sondern weil ich dachte, ja, da kann man einen potenziellen Freund finden. Ahnt mal, ich möchte studieren, um einen Freund zu finden. Das ist crazy. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Und dann kommt ja der Faktor dazu, dass wenn jemand potenziell da ist, ich dann sage, nö, jetzt möchte ich nicht mehr. Ja, jetzt will ich dich nicht mehr. Das ist auch dieses Ding von, ich will genau das, was ich nicht haben kann. Wenn ich weiß, ich kann eine Person nicht haben, dann finde ich es richtig geil. Wenn mir aber eine Person zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann denke ich so, nee, geh weg. Und es ist so toxisch. Deswegen auch dieser Faktor, dass man sagt so, okay, Männer sind toxisch. Nein, Frauen können genauso toxisch sein. Guck mich an. Ich würde mich jetzt nicht als toxisch ungesund so krass bezeichnen. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie eine Beziehung. Aber ich glaube schon, dass ich so meine Problemchen habe. Und dass bei mir schon viel passieren muss, dass ich jemanden toll finde. Aber vielleicht ist das auch der Faktor, dass man sich halt einfach nicht in jeden verliebt. Und auch wenn man eine Person nett finden kann, heißt es halt nicht gleich, dass man sich in die Person verliebt. Und das muss man, glaube ich, auch sich eingestehen, dass klar, du kannst jemanden finden, den du nett findest. Und ihr versteht euch vielleicht gut. Aber diese eine Person zu finden, mit der du so richtig, ja, schon so ein bisschen tiefergehend verbunden bist, ist nicht so einfach. Das ist nicht der nächstbeste Typ, mit dem du halt irgendwie mal ein halbes Jahr verbringst, sondern das gibt's nicht so oft. Ich glaube schon so ein bisschen daran, dass es so eine große Liebe gibt. Und ich habe so ein bisschen meine Hoffnung darin, dass ich sie noch nicht hatte. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man irgendwie so bis irgendeinem bestimmten Alter, relativ jung, ich glaube, ich bin schon fast durch, seinen späteren Partner kennenlernt. Und das erinnert mich immer daran, dass mein Papa immer gesagt hat, zu dem einen Typen, mit dem ich auch mal mit 12 zusammen war, dass ich den irgendwann heiraten werde. Weil ich war halt richtig heartbroken und er hatte mal gesagt, Lotta, irgendwann wirst du ihn heiraten. Und ich hoffe nicht, dass es der Fall ist. Und als ich dann neulich dann das gelesen habe, dass das so ist, dass man den schon irgendwie so in seinen Jugendjahren kennenlernt, dachte ich so, scheiße. Nein, das kann es nicht sein. Naja, hoffen wir, vielleicht kommt noch irgendwas. Ich weiß nicht, manchmal ist es ein bisschen aussichtslos. Aber es ist, glaube ich, auch gut in dem Sinne, dass ich bei diesem Gefühl von, ich möchte Liebe finden und einen Freund finden, nicht mit der Intention reingehe, dass ich jemanden suche, der mich so fulfills oder so, ja, weiß ich nicht, meine Probleme löst. Also ich glaube, das muss man immer wissen, dass keine Beziehung der Welt deine Probleme mit dir selbst lösen kann. Und eine Beziehung ist, jetzt spricht wieder die Beziehungsexpertin, die noch keine richtige Beziehung hatte. Eine Beziehung ist, glaube ich, mehr so ein schönes Add-on. So die Kirsche auf der Sahnetorte, die so alles verziert. So der Glitzer auf dem Drink. Ich habe ein gutes Beispiel. Die Kaffeebohne auf dem Espresso Martini. Das ist eine Beziehung. Und die wird dich nicht glücklicher machen, wenn du nicht mit dir selbst glücklich bist. Und ich muss mir das auch immer wieder eingestehen, dass ich auch gut genug bin ohne Beziehung. Dass es nicht heißt, dass ich nicht liebenswert bin, nur weil ich keine Beziehung habe. Nur weil ich noch niemanden gefunden habe, der mich liebt. Deswegen bin ich nicht weniger wert. Und deswegen bin ich auch nicht weniger liebenswert, weil ich habe andere Leute herum, die mich lieben. Ich habe Eltern, die mich lieben. Und es ist vielleicht nicht die gleiche Liebe, aber trotzdem mögen die mich. Wobei es halt schon immer nochmal, finde ich, so einen Unterschied macht zwischen
Liebe mit, also Liebe in Freundschaften oder Liebe mit Eltern, weil klar, also nicht klar, ist nicht selbstverständlich, aber so, ich verstehe mich gut mit meinen Eltern. Natürlich lieben die mich. Aber kann mich auch jemand lieben, der mich in dem Sinne, wenn es hart gesagt ist, nicht lieben muss? Weil meine Eltern, also es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder seine dass Eltern seine Kinder lieben, aber so die Durchschnittseltern lieben ja schon ihre Kinder und aber halt nicht auf die gleiche Art, wie es jemand tut, der in dein Leben kommt und dich kennenlernt, so wie du bist und dich so nimmt, wie du bist. Und diese Liebe möchte ich irgendwie mal so richtig erfahren, weil es ist auch einfach lustig, Leute. Es ist toll, einen Crush zu haben. Ich liebe es, einen Crush zu haben. Deswegen habe ich auch ständig Crushs auf irgendwelche Leute auf TikTok. Da kommt aber meistens auf so Leute, die irgendwas können. Auch ganz oberflächlich. Oder die irgendwie so Schauspieler sind oder so, weil da kennt man dann so ein bisschen so, wie die reden und wie die sind und so. Und dann denke ich mir immer so, smash. Aber wahrscheinlich, wenn mir der heißeste Schauspieler schreiben würde, okay, wenn mir Tom Holland, der hat eine Freundin, aber wenn mir Tom Holland schreiben würde und so desperate wäre, so, hey, what are you doing? What's up? Do you want to meet? I miss you. I thought about you. I want to have a baby with you. Keine Ahnung, ganz abstrakt. Dann wäre ich wahrscheinlich auch so, ew, geh weg. Und das ist, glaube ich, mein generelles Problem. Also falls ihr das gleiche Problem habt, dann sollten wir uns alle mal überlegen, was ist eigentlich falsch mit uns? Was wurde falsch programmiert? Oh Gott, das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch. Nein, ich bin nicht verschwörungstheoretisch. Was wurde falsch in uns biologisch eingebaut? Nein, geschaffen, dass man so widersprüchlich ist. Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Girls-Ding, dass man so widersprüchlich in dem ist, was man möchte und dass man sich eigentlich gar nicht so sicher ist, so will ich das überhaupt und wenn er mich will, dann will ich ihn nicht mehr. Und das ist halt hardcore toxisch, auch einfach für einen selbst. Man muss gar nicht immer nur toxisch zu anderen Leuten sein, sondern auch einfach zu sich selbst, dass man sich immer das verwehrt, was einem gut tut oder dass man irgendwie immer, ja, so ein bisschen widersprüchlich handelt, weil ich kann mir ganz viel bewusst sein und ich habe ein sehr gutes Verständnis über mich selbst und über das, was ich fühle, was, wie ich handle, wie das alles miteinander zusammenhängt. Aber I don't give a fuck. Ich werde es trotzdem nicht ändern. Ich weiß, dass mir bestimmte Dinge nicht gut tun. Ich werde es trotzdem nicht ändern. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich jeden Tag um 2 ins Bett gehe und um 7:30 aufstehe. Ich werde es trotzdem nicht ändern. Das ist halt einfach dumm. Also es ist halt wirklich einfach low-key dumm. Und das frage ich mich manchmal, wieso ich das einfach nicht kann. Und ja, das waren so ein bisschen meine Gedanken des heutigen Tages. Vielleicht ein bisschen zu ausführlich, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, ich will einfach reden. Ich habe keine Therapeutin mehr, mit irgendwie muss ich ja reden. Wenn es nicht mit der ist, dann seid ihr halt meine Therapie. Wow, das ist sehr viel Verantwortung. Nee, so mache ich das gar nicht. Aber es ja, ist schon ein komplexes Thema. Und es ist halt ein Thema, was mich halt so immer begleitet irgendwie ein bisschen, weil dieses Gefühl halt mega früh schon entstanden ist. Und ich halt irgendwie ja, auch einfach ganz genau weiß, dass ich nicht auf das Körperliche aus bin. Also ich will nicht, dass ich jemand im Club kennenlerne, dann was mit ihm hab und dann am nächsten Tag nicht mehr weiß, wie er heißt. Ich will jemanden, den ich kenne. Deswegen ist es auch so. Okay, kurzes Ding. Ich habe heute so ein Dating-Format-Video geguckt und da gab es so Fragen. Und da stellen, also die Person, die Leute datet, das mit diesem Vorhang, stellen immer so Fragen. Und ich dachte mir so, okay, welche Frage würde ich stellen? Und ich war so, okay, meine Frage wäre, ab dem wievielten Date würdest du küssen? Weil ich will dich nicht küssen, wenn ich dich nicht kenne. Wieso sollte ich eine fremde Person küssen? Wenn wir unser erstes Date hatten, dann will ich dich ja nicht küssen. Also, excuse me? Ich will doch nicht meine Keime mit jemandem austauschen, den ich nicht kenne. Deswegen wäre das meine eine Frage, die ich stellen würde. Vielleicht wäre es auch nur eine Frage. Keine Ahnung. Aber ja, deswegen ist halt auch so, Club oder so ist nice, aber halt zum Dancen, weil ich
könnte niemals was mit wem haben. Und das hat sich auch so krass geändert. Und deswegen sage ich euch immer so, ihr denkt jetzt, oder sitzt so ein 18-jähriges Mädchen und labert über irgendwas, wovon sie keine Ahnung hat. Aber es gab die Zeit, wo es mir egal war, wo ich jetzt nicht mit wem Wildfremden was hatte, aber wo ich jetzt eine Person nicht tiefgründig kennen musste, um was mit der zu haben. Jetzt nicht so wildfremde Leute, aber so, ja, ich weiß nicht, so Situationship kann ich die Person jetzt auch nicht so krass gut. Und es war mir egal. Und jetzt halt irgendwie, es mir nicht mehr egal. Deswegen, ich sag euch, ich bin 18, ich bin reifer als manche 25-jährigen Männer. Wow, das ist auch schon wieder Männershaming. Ich bin heute in meiner Männershaming-Phase. Ich habe vorhin so einen TikTok aufgenommen, weil ich hasse die TikTok-Kommentare. Wirklich. Diese ganzen Männer, diese ganzen 60-jährigen Männer, die anzüglich in TikTok-Kommentaren sich herumbewegen und denken irgendwie, sie hätten eine Chance. Wow, es klingt auch wieder so abgehoben, aber es ist einfach ganz widerlich und auch ganz problematisch. Also ich frage mich manchmal, wieso TikTok so bestimmte Kommentare oder so bestimmte Leute sperrt und dann sowas aber zulässt, weil das ist ja nicht nur ein TikTok-Kommentar, sondern die schreiben ja zum Teil dann auch kleinen Mädchen und das geht einfach gar nicht. Naja, anderes Thema, kann man mal anders mal besprechen, aber ja, deswegen habe ich vielleicht heute auch so einen kleinen Groll gegen Männer, weil sich dann natürlich auch sehr viele Männer in den Kommentaren sehr angegriffen gefühlt haben. Getroffene Hunde bellen laut. Und mich das irgendwie ein bisschen nervt, dass man das dann immer so umdreht. So. Dann so, vielleicht war ja nicht dein Content das Problem. Vielleicht war ja nicht der Kommentar das Problem, sondern dein Content. Digga. Oh, sorry, ich habe Digga gesagt. Das habe ich noch nie gesagt. Also nicht auf Kamera. Wenn Hardcore-Fall, aber wenn jemand belästigt wird, sagst du dann auch, vielleicht war es ihre eigene Schuld? Wenn jemand kaltblütig ermordet wird, sagst du auch, vielleicht war es die eigene Schuld? Ich glaube nicht. Also Entschuldigung. I don't think so. Naja, auf jeden Fall sind das meine heutigen Gedanken zum Thema Dating. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder ihr habt irgendwas draus mitgenommen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so zu dem ganzen Thema haltet. Oder schreibt es auch nicht in die Kommentare, wenn ihr wieder schreibt. Was klingt ja so gemein, aber ich glaube, manchmal denkt man so, Lotta, hast du eigentlich nur Probleme im Leben? Aber ich denke halt einfach sehr viel nach. Und ich bin einfach ein sehr, ja, viel findet in meinem Kopf statt. Und es gibt auch einfach viele Themen, die mich beschäftigen. Und dadurch, dass ich aber ja, glaube ich, schon sehr resistent bin dagegen, dass mich das so im Alltag so krass mitnimmt oder so beeinflusst, komme ich halt damit ganz gut klar. Aber es gibt krass viele Themen, die mich beschäftigen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe einen Kopf für drei Leute. Ich habe auch einen Dickschädel. Früher beim Skifahren brauchte ich immer Erwachsenenhelme mit so 10, weil mein Kopf zu dick war. Naja, auch anderes Thema. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Es ist sehr viel zu spät. Oder was heißt gar nicht zu spät? Es ist 10 oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war es ganz entspannend, weil ich das auch gerade hier abends aufnehme und ich ganz ruhig und calm bin nach einem lecker, lecker Abendessen. Und ich trinke ja auch kein Koffein mehr, also nur noch einen Kaffee morgens. Deswegen bin ich auch einfach ein bisschen müder tendenziell und nicht so Energie geladen, obwohl ich eigentlich glaube, dass dass man von Koffein eigentlich langfristiger müde wird. Glaube ich. Naja, egal. Auch wieder ein anderes Thema. Ich verabschiede mich jetzt. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit dem Mikrofon fandet. Wenn es richtig scheiße war, dann entschuldige ich mich und dann mache ich das nie wieder. Aber ich fand es irgendwie ganz lustig und ich habe das heute für meinen TikTok benutzt. Jetzt bin ich ja schon wieder bei einem anderen Thema. Okay, tschüss. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Vergesst nicht, ihr seid gut genug auch ohne Beziehung und alles kommt, wann es kommen soll. Das ist so ein bisschen esoterisch und so. Ich bin eigentlich gar nicht so, was heißt esoterisch, aber so ein bisschen so Manifestation. Ich glaube daran eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, man muss sich manchmal eingestehen, okay, manche Dinge sollen jetzt einfach noch gerade nicht sein und vielleicht gar nicht vom Universum aus, sondern einfach von der Situation her. Und das ist auch okay. Es wird Gutes kommen und auch wenn du gerade nicht in einer happy relationship bist, sind wir trotzdem alle liebenswert und gut genug und das glaube ich es ist ganz sicher, aber es ist auch ganz wichtig, sich das zu merken, weil, ja.
Man darf sich davon nicht so runterziehen lassen. Okay, ich sage jetzt tschüss. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Zum vierten Mal. Was mache ich jetzt hier gerade? Tschüss, okay? Das war's jetzt. Ich sehe aus wie so ein Messi. Wir verabschieden uns jetzt. Okay, tschüss. Geh jetzt, leg auf. Nein, du legst auf. Nein, ich leg auf. Nein, du legst auf.